Hallo. Hallo, hallo, hallo. Mal gucken, ob jemand da ist. Ist ja gerade Abendbrotzeit. Hallo, Jonna. So. Ich habe euch ein bisschen, oh Gott, anders hingestellt, weil ich Ladegerät, also lade quasi, deswegen muss ich euch mal ein bisschen da hinstellen. Hallo Cara, hallo Patricia, hallo ihr Lieben, zu später Stunde. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich war schon, also ich habe eigentlich gesagt, ich wollte vor 20 Minuten, das merkt mich ja jetzt gerade, dass es so wird. Ich sagte ja eigentlich, ich will vor 20 Minuten schon online sein, aber ich war beim Geburtstag von meiner Nichte, von meiner jüngsten Nichte, also von Josie. Und das ist ja irgendwie eine doofe Sache hier gerade. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich es mache. So, genau. Und Josie hatte Geburtstag und ich habe leider Kuchen gegessen beim Geburtstag. Und das ließ mich leider nicht starten. Das ging einfach nicht. Das konnte ich nicht ab. Also die Sahne da drauf oder den Kuchen, den Zucker, was weiß ich. Sauleckerer Kuchen. Ich habe leider auch ein Stück gegessen. Zack, konnte ich es nicht ab. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt zwei coole Kartons bekommen von Zinzi wieder. Und will die einmal mit euch auspacken. Ich kann euch nicht sagen, was da drin ist. Keine Ahnung. Ich habe den Überblick verloren über alles. Ich hoffe nur immer, die Kartons kommen. Dann guck ich, welche Party war das. Und dann schaue ich. Weil manchmal gehen teilweise Partys raus, die hinterher waren und so. Also dementsprechend völlig unwillkürlich quasi. Dann erwarte ich noch für meinen Adventskalender auch noch Sachen und so. Ja. Deswegen. Genau. Hier habe ich ein paar Duftblumen. Cozy Cardigan Duftblume. Blue Grotto Duftblume. Winterberry Apple Tea Duftblume. Auch sehr geil, das Ding übrigens. Also eine Duftblume für die, die neu zugeschaltet haben. Und die, die das noch nicht kennen, Sensi. Eine Duftblume ist mega. Also egal, wer eine Duftblume schon einmal je hatte, ist absolut begeistert davon und holt sie wieder. Das ist absolut meine Erfahrung. Dann könnt ihr verschiedene Düfte wählen. Das ist zum Beispiel Cozy Cardigan, ein richtig geiler Badezimmerduft. Duftblumen sind wie diese Holzstäbchen, die ihr überall von kennt. Aber unsere, also ich habe die auch schon gehabt damals. Ich habe die natürlich auch in mein Badezimmer gestellt und alles. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich habe die andauernd umgedreht und umgedreht und umgedreht und umgedreht. Und die haben eigentlich immer effektiv vielleicht einen Tag oder 2 Tage gehalten und dann auch nicht mehr geduftet. Und deswegen, unsere Duftblumen sind auch aus Holz tatsächlich, saugen sich mega krass voll und duften einfach über Monate hinweg. Und das ist einfach dieser riesengroße Unterschied. Das hier ist Holz, also der wird natürlich herausgenommen und wird dann hier, das wird abgeschraubt, Plastikdöschen quasi oder so ein Plastikverschluss noch, der wird rausgemacht. Dann wird das Hübsche aufgedreht und dann kommt die Blüte einfach rein, also natürlich ohne den Karton, ne, ist klar. Und dann duftet die mehrere Monate. Sind sie auch 2 Monate? Also ich kann euch fast garantieren, also ich persönlich kann euch garantieren 4 bis 6 Monate. Ich habe noch nie eine Duftblume nach 2 Monaten weggetan, weil die nicht mehr gerochen hat. Noch nie. Also Duftblumen und die kosten gerade mal. Ja, sie haben ihren Preis. Sie kosten 22,75 €. Aber ganz ehrlich, ich habe 4 Monate mega geilen Duft in Bädern, in Wandschränken, in Kleiderkammern, in so kleinen Sachen. Ne? Also ihr könnt jetzt nicht davon ausgehen, dass die eure Stube beduftet. Um Gottes Willen, überhaupt gar nicht. Mit großen Bädern hat sie auch schon teilweise Probleme. Also die ist wirklich was für so Wohnklos. So quasi, so einmal 1 Meter oder sowas in Art. Genau. Ich muss einmal ganz kurz das gucken. Ah nee, alles klar. Genau. Also für kleine Bäder ist die Duftblume perfekt. Ich liebe sie. Und aus meinem Badezimmer absolut nicht mehr wegzudenken, würde sie niemals mehr wegpacken aus dem kleinen Badezimmer, weil ich da einfach leider keine Steckdose habe. Genau. Davon gibt es jetzt noch eine Menge. Berry Blast habe ich noch.
Dann habe ich noch Winterberry Apple Tea. Dann habe ich noch nochmal Cozy Cardigan. Und wo steht's? Hier vorne. Cashmere and Corduroy. Ein ganz toller neuer Duft. Ein bisschen hölzern. Echt richtig gut. Und Berry Blast nochmal. Mhm, genau. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Genau. Dann habe ich hier ein paar Pots bekommen. Cozy Cardigan. Lemon Sorbet. Lemon Sorbet ist echt. Oh, geil. Riecht wie ein Zwei-Bonbon. Der gelbe. Finde ich total. Oder, oh, na gut. Könnte auch orange sein. Ach, und Cozy Cardigan ist einfach der Geruch, ne? Das ist einfach der Geruch meines Herzens. Also gäbe es den als Parfum oder sowas in der Art, ich schwöre euch, den würde ich mir auf alle Fälle holen, weil ich den so geil finde. So, mega. Genau, dann habe ich hier noch ein paar Mal Cozy Cardigan. Dann habe ich Pink Cotton Winterberry Apple Tea. Habe ich, glaube ich, für mich für die Arbeit mitbestellt. Das werde ich nämlich im Büro duften lassen. Wenn das nicht Weihnachten ist, Winterberry Apple Tea, dann weiß ich auch nicht. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Dann ist hier Pink Cotton. Ja. Ja, Pink Cotton ist ähnlich Cozy Cardigan. Genau. Und Jammy Time. Jammy Time darf ich eigentlich nicht riechen, weil dann fange ich an zu schlafen. Das ist mein Schlafduft. Er ist so genial, so genial. Ich habe ihn in meinem Bett und der ist mega. Was ist denn hier mit meiner Milch los, mit meinem Kaffee los? Ist die gestockt, die Milch? Die ist doch neu. Nee, das schmeckt normal. Wenn ich gleich Ciao sage, dann war's das. Nee, die schmeckt ganz normal. Sehr gut. So, genau, dann gehen wir einmal weiter. Wir haben hier, das ist das Karton. Also alle, die eine Glitter Rose Gold bestellt haben in dem Mega Sale für 17,50 Euro anstatt 35 Euro. Siehst du? Hab eben schon gedacht, dass dein Kaffee komisch aussieht. Ja, komisch, ne? Hier jetzt wieder. Oder ist das normal? Das ist ja merkwürdig. Das ist ja echt total komisch. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ich lasse das lieber. Ich lasse das lieber. Ich bin so empfindlich mit dem Magen. Ich lasse das lieber. Das ist laktosefreie Milch. Aber eigentlich, aber so sah die noch nie aus. Ganz komisch. Ich lasse es lieber. Also für die, die Glitter Rose Gold bestellt haben, sie ist da. Ihr dürft sie gerne abholen. Nee, normal sieht es nicht aus. Nee, ich glaube auch nicht. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Sie haben meine Milch umgebracht. Dann habe ich eine Light From Within. Die ist auch ganz cool mit dem Licht, mit diesen Dingsbums. Ah, dann habe ich einmal meinen. Der ist so süß. Den gibt es für eine Gastgeberin ab 515 Euro wert. Der Gingerbread Man. Ich habe meinen hier hinten. Ich hatte ihn noch gar nicht an. Dementsprechend kann ich ihn euch zeigen. Das ist mein Gingerbread Man. Ist der cool oder ist der cool? Alexa, Durchgang an. Ja, danke. Der ist richtig cool. Also hier oben muss ich den noch mal ein bisschen putzen. Das Wachs ist mir verlaufen vom letzten Jahr. Man sollte ihn nicht mit Wachs weglegen übrigens, weil und vor allem nicht seitlich. Und auf einem Dachboden, der gefühlt 100 Grad heiß wird im Sommer, dann ist mir das Wachs anscheinend ein bisschen gelaufen auf den. Also ich muss noch mal ein bisschen putzen. Ich weiß auch nicht, warum ich den so schnell abgebaut habe und weggelegt habe, inklusive Wachs. Das sieht mir so gar nicht ähnlich. Auf jeden Fall ist das mein mega cooler Gingerbread Man. Hier macht er Licht durch. Also super cool. Der ist so süß. Und schwimmt er erstmal so richtig in Wachs. Genau. Dann habe ich hier ein Unterteil, eine Glassbase. Dann habe ich hier ganz, ganz, ganz viele Unterteile quasi für die Steckdose.
für die 1 Million Lampen, die jetzt hier drin schlummern. Ah, genau. Und einige haben halt auch mit Glasbase die bestellt. Dann habe ich hier, das ist garantiert alles Glitter Rose Gold. Ja, alles Glitter Rose Gold. Also ich glaube, ganz, 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 ganz viele. Ich weiß nicht, 14, 15 Stück oder so. Also die haben ganz viele bestellt. Ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen mehr bestellt. Für Partys haben einige, die, also auf einer Party haben einige die bestellt. Also es ist Wahnsinn. Ah ne, hier ist, guck mal, hier ist noch eine Gold Cracked Marble Lampe. Genau, die ist ein bisschen grünlich. Grün-grau. Dann haben wir hier Glitter Rose Gold und nochmal Glitter Rose Gold. Oh, zwei Cloudberry Dreams Handcremes. Eine davon ist für mich. Meine ist wieder alle von der Arbeit und ich brauche eine neue. Der ist aber auch schön. Meine erste Lampe von Sensi. Welche? Die Glitter Rose Gold? Echt jetzt? Krass. So. Erster Karton ist leer. Mal gucken, was für Bars wir hier dran haben. Schauen wir mal. So. So, passt auf. Hier sind einiges an Zirkeln. Sweet Orange Pomander. Davon haben einige was bestellt. Sweet Orange Pomander ist ein echt schöner Duft, der so ein bisschen eher herbstlich ist. Ne? Den habt ihr bestellt. Blue Grotto, Luna, Cozy Cardigan. Ah, Newborn Nursery. Der war nämlich auch im Angebot gewesen. Ich glaube, für 2 Euro. Ciao, Patricia. Alles Gute für heute Abend. Rock die Bude. So, genau. Dann habe ich Winterberry Apple Tea. Ist ein absoluter Klassiker und super beliebt bei euch. Blueberry Rush. Finde ich voll eklig. Komme ich gar nicht drauf klar. Bennett feiert den voll und ich finde den total eklig. Das ist mir viel zu süß. Pink Sugarberry Mint. Nochmal Pink Sugarberry Mint. Und nochmal, achso, der war im Sale, genau. Pink Sugarberry Mint. Dann Sea Salt und Avocado. Ah, jetzt weiß ich auch, welche Party das ist. Geil. Ich musste mal so ein bisschen denken und auspacken und auspacken und auspacken. Und dann kam mir so, das ist die Flensburg Party. Genau. Pink Rhubarb Sugar, der ist wieder gut. Dann Pink Sugarberry Mint. Der geht, also der ist ziemlich süß, ne? Der ist aus der Bäckerei. Aber doch nicht zu süß. Ja, der geht noch. Der geht voll klar. Amazon Rain. Pink Lemon Water. Pineapple Mango. Lemon Sorbet. Pink Cotton. Velvet Moon. Oh, mein absoluter Liebling, ne? Velvet Moon ist mega. Ich habe dadurch, dass ich ein bisschen weiter unten gelegen bin, habe ich ihn echt irgendwie, sehe ich unvorteilhaft aus. Aber es macht nichts. Oh, Velvet Moon, ne? Mega. Mein Geschmack, absolut. Pink Sugarberry Mint. Pink Pine and Berry. Nochmal Pink Pine and Berry. Und Eis Citrus. So, jetzt gucke ich mal, ob ich euch vielleicht mal ein bisschen anders hinstelle. So. Ganz kleine Augenblicke bitte. So. Schau ich mal, ob das funktioniert hier. So wie ich mir das vorstelle. Also ich war auch am Samstag. Oh ja. Ich war am Samstag auch zum Dance-Markt in Zeg. War mega gut. Also wirklich, wirklich, wirklich cool. Ich mag ja so eine Märkte mega gerne, weil ihr da
einfach, weil das super viele Kunden von mir auch waren und wir miteinander die ganze Zeit in Aktionen und Sensi schnacken und so weiter und so fort. Das ist ja meine Passion, mein Liebling, Leidenschaft überhaupt. Und das war cool. Das war richtig cool. So, jetzt haben wir noch einen zweiten Karton. Ach so, und ehe ich es vergesse, denkt an mein Open House. Am 4. Dezember von, ich glaube, 14:30 bis, weiß ich nicht, abends irgendwann. Also ich weiß schon, meine Pappenheimer, die abends dann noch mit mir sitzen und ein kleines Weinchen oder Lilechen oder sowas trinken. Also organisiert euch Fahrer, wenn ihr Bock habt, noch ein kleines Kaltgetränk mit mir zu trinken. Genau. Jo, was ist hier denn drin? Eine Milliarde Glitter Rose Gold. Ich schwör's euch, ich lüge nicht. Glitter Rose Gold. Ich guck mal, ob das alles ist. Glitter Rose Gold. Ich dachte, das waren schon alle. Glitter Rose Gold. Okay, das ist auch nochmal Glitter Rose Gold, Glitter Rose Gold. Glitter Rose Gold. Alter. Ne, hier ist das Großes. Pass auf. Hier ist das Großes. Eine Letterboard-Lampe. Eine Letterboard-Lampe. Was ist hier noch? Aber irgendwie fehlen mir Ventilator und so weiter für die Party. Also irgendwie fehlt das ein bisschen. Und eure ganzen. Oh Gott. Eure ganzen Seifen sind auch gekommen. Also Seifen sind da. Die. Lampen teilweise sind da, aber nicht meine ganze Party. Da fehlen noch Ventilator und so. Dann muss das morgen noch kommen. Bin hier mal gespannt. Genau. So, also, ja, wir haben hier eine Menge. Ich zeig's euch nochmal. Auf jeden Fall sind die ganzen Glitter Rose Gold Lampen da. Pass auf, da ist ein ganzer Karton. Ganzer Karton, alles mit Glitter Rose Gold. Da sind noch welche. Alles Glitter Rose Gold. Und da die ganzen Duftblumen, die bestellt wurden. Genau, das war meine Konstruktion, damit mein Handy hält. Genau. Und denkt dran, wie gesagt, Open House am 4. Dezember. Schleichwerbung. Ihr seid gerne, gerne eingeladen. Da habe ich dann so ein bisschen Direktverkauf, genau, weil viele schon sagten, no, ich brauche nur Weihnachtsgeschenke, hast du was vor Ort? Selbstverständlich. Selbstverständlich, ich habe noch ganz viel. Und genau, ich gebe Eike morgen mal den Ventilator. Ja, musst du unbedingt mal machen. Jonna, das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich ja schon neulich gesagt. Gib ihm den mit. Ist er wieder fit? Anscheinend schon, ne? Hoffe ich. Aber den Ventilator brauchst du ihm nicht mitgeben, sondern den Pott nur. Vielleicht hat der Pott irgendwas weggehabt. Genau. Ja. Aber ansonsten meldet euch bei mir, wenn irgendwie was ist. Und was wollte ich noch sagen? Bestellung nehme ich auch entgegen. Heute Abend kommt ein kleiner süßer Pinguin in den Shop neu, ganz neu. Und am Donnerstag meine ich, sind nicht unsere Angebote, sondern das verschiebt sich, meine ich, auf Freitag oder so. Jetzt muss ich nochmal gucken. Irgendwas habe ich gelesen gehabt, weil da irgendein Feiertag ist. Habt ihr irgendeinen Feiertag? Nee, die amerikanische haben. Ah, die Amis haben. Thanksgiving? Irgendwas habe ich da gelesen, genau. Die haben irgendwie Thanksgiving und deswegen verschiebt sich irgendwas. Also ich meine der Donnerstag-Sale. Genau, es war jetzt die Edge Corrosé Goldlampe, alle gewesen. Oh, da dachte ich auch, super, ich brauche noch zwei Stück. die konnte ich jetzt aber allerdings nachbestellen mit dem Adapter. Also so wie bei der Crush Diamond, da gab es ja auch nochmal ein paar nach von UK. Und diesmal haben wir auch noch ein paar nachgekriegt und die habe ich dann nochmal ganz schnell nachbestellt. Genau, also ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich muss jetzt Essen machen für meinen Mann und mich.
Der Lüde hat schon gegessen. Mein Mann holt ihn, glaube ich, vom Sport gleich ab. Der ist bis um 7 beim Judo, also auch echt schon ganz schön lang. Aber es nützt nichts. Samstag ist sein erstes Judo-Turnier. Huhu, ich freue mich voll. Ich freue mich richtig, richtig doll. Einfach, weil die Erfahrung ist cool. Als Mama die Erfahrung beim Judo-Turnier ist richtig cool. Jonas' Oma hat mir ein paar Videos nochmal rübergeschickt, die ich mit Ben geguckt habe. Und das war so ein tolles, wieder so, wow, ja. Yeah. Jonas war so eine kleine Kampfsau beim Judo. Mal gucken, ob Benne das auch so ein bisschen hat. Ja, ich war aber damals auch so eine kleine Kampfsau beim Judo. Ich habe es auch geliebt zu kämpfen. Ja, so, aber egal. So viel zu mir. Achso, ich zeige euch nochmal den Kuchen, den es heute gab. Weil, also er sieht, er sieht aus wie Sotter auf mich, ey, wer hat da denn drauf sich verewigt, aber er war lecker. Und das ist nämlich das Problem, das hatte aber mein Mann, also der hat eben gerade noch Kuchen gegessen. Und das war leider so lecker, dass ich davon auch ein Stück hatte. Genau, das habe ich nicht vertragen, macht aber gar nichts. So, also einen wunderschönen Abend wünsche ich euch allen. Ich speichere das gleich ab auf YouTube, könnt ihr wieder gerne nachgucken. Und Bestellung gerne zu mir, ich bestelle für euch. Ciao.